Ja, die Einsatzkräfte wurden heute kurz nach 23 Uhr hier auf die A3 in den Einsatzabschnitt zwischen Wiesentheid und Kitzingen-Schwarzach alarmiert, nachdem drei LKWs aufeinander gefahren waren. Es wurde dann der Rüstzug der Feuerwehr Wiesentheid zunächst alarmiert. Vor Ort haben wir dann festgestellt, dass drei Fahrzeuge, wie gesagt, ineinander gefahren waren. Den ersten Fahrer konnten wir mit der Rettungsschere und einer Seilwinde schonend aus dem Fahrzeug befreien. Für den zweiten LKW-Fahrer kam dann leider jede Hilfe zu spät. Wir haben dann auch noch Kräfte aus Kitzingen und Geiselwind nachalarmieren lassen, nachdem hier das Führerhaus komplett im Aufbau verschwunden war und wir erst die Kofferseite freilegen mussten, um überhaupt an den Personen ranzukommen. Da konnte dann leider der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Im Moment ist die Feuerwehr damit gebundener, die Einsatzstelle hier großflächig auszuleuchten, damit der Sachverständige, der von der Autobahnpolizei dazugezogen wurde, hier die Spuren entsprechend ermitteln kann.